Herzlich willkommen, Philipp Banse, DCTB TV. Wir machen einen kleinen Rückblick auf den Tag mit Markus Beckedahl, Gründer der Republika oder Mitgründer der Republika. Herzlich willkommen. Hallo. Und auch einen kleinen Ausblick auf den morgigen Tag, auf den zweiten Tag der Republika 2014. Markus, was war dein Highlight heute? Mein Highlight war die Eröffnung. Da war ich am meisten auf der Bühne. Es hat uns gefreut, dass unsere Botschaft auch rausgekommen ist. Unser Motto heißt Into the Wild. Es steht eigentlich alles unter ein Jahr nach Snowden. Unsere Bundesregierung steckt den Kopf in den Sand, versucht die Affäre auszusetzen, die eigentlich der größte Skandal rund um Überwachung in der Geschichte der Menschheit ist. Und wir wollten diese Auftaktveranstaltung nutzen, um nochmal ein Signal auszusetzen. Wir sind empört. Wir wollen nicht akzeptieren, dass kriminell agierende Geheimdienste unser Netz uns entrissen haben, unsere Grundrechte mit Füßen treten und im Namen der Sicherheit einfach nur Unsicherheit schaffen. Wir wollen, dass unsere Bundesregierung sich dafür einsetzt, unsere Grundrechte zu schützen. Das ist das Staatswohl, was wir meinen. Da gab es heute eine Veranstaltung dazu, die ich gesehen habe, mit dem SPD-Vertreter aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, moderiert von Katja Gloger vom Stern und dem ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, was ich ganz aufschlussreich fand. Jake Applebaum hat ein bisschen erzählt, wie man so Security- und Sicherheitsaspekte breiter in die Öffentlichkeit tragen kann. Hast du David Hasselhoff gesehen? Ich war mal kurz drin, weil mich natürlich viele darauf ansprechen. Ich wollte wissen, wie es ist. Es war mal wieder so der Klassiker. Keiner will ihn sehen, alle schimpfen drüber, aber der Saal war so voll wie auf keiner anderen Veranstaltung. Es war halt so eine Art Entertainment und ja. Aber den hat sozusagen der Sponsor F-Secure angeschleppt oder war das eure Idee? Nee, wir brauchen natürlich Sponsoren bei der Republika zur Refinanzierung und um die Eintrittspreise günstig zu halten. Und F-Secure hat Hasselhoff so als Markenbotschafter engagiert. Das kennen wir in Deutschland nicht so sehr. In anderen Ländern ist doch schon Marketing anscheinend viel breiter. Und die hatten uns das erzählt und wir dachten zuerst, es wäre ein Scherz. Und dann haben sie es dann verkündet und dachten, okay, jetzt wird's ernst. Und ja, haben ihn halt angeschleppt. Das Medieninteresse allein wegen Hasselhoff war riesig. Also ich war ja echt verwundert, dass sich so einige, zum Beispiel meiner Lieblings-TV, nicht Sender, sondern naja, sowas wie Arte Tracks, sich zum ersten Mal bei der Republika angemeldet. Enttäuschend war, sie wollten halt Hasselhoff sprechen und nicht irgendwie unsere tollen Themen. Aber da musst du einfach, das ist ja auch eine Art von Medienhacken irgendwie. So. Und es ist dann manchmal frustrierend simpel, wie das funktioniert, oder? Ja, ich würde nicht sagen frustrierend. Also auf der einen Seite fand ich es faszinierend zu schauen, wie funktioniert dieses Mediensystem. Auf der anderen Seite war es frustrierend zu wissen, ja, wir haben da echt ein Problem, ne? Dass es so funktioniert. Die Yes-Men waren da? Ja, Yes-Men waren da, haben wir uns sehr drüber gefreut. Da hatte ich gestern schon die Chance, eine halbe Stunde lang für meinen eigenen Podcast ein Gespräch mit denen zu führen. Haben wir jahrelang eingeladen, hat nie geklappt, jetzt hat es geklappt, war schön. Verlangen die viel Geld? Das war zum Glück eine Kooperation mit der Media Convention, die ja als Seitenkonferenz vom Medienbord Berlin-Brandenburg hier stattfindet. Die konnten dann zum Glück ja, die Flüge und so weiter bezahlen. Wir hätten uns das nicht leisten können. Ich glaube, wenn die Yes Men auch so hier gewesen wären, dann wären sie auch für viel weniger gekommen, weil die waren auch von der Konferenz begeistert. Was wollen die denn haben für sowas? Was? Ich habe keine Ahnung, das liegt nicht über uns. Aber es sind halt auch Aktivisten so, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter sind. Ne? Aber ich glaube, die dachten, das ist hier so eine kommerzielle Veranstaltung und die hatten auch leuchtende Augen wie fast die meisten Besucher hier, als sie feststellten, welche Vielfalt diese Republika bietet und vor allen Dingen, wie politisch sie auch sein kann. Ist denn in dieses Jahr irgendwie was anders? Also du hast so ein bisschen, klar, erste Jahr nach Snowden, schlägt sich das programmatisch auch besonders nieder? Also wir haben Überwachung durch Geheimdienste und andere Akteure schon immer thematisiert. Aber das hat halt große Teile nicht interessiert. Teilweise wurde es als Verschwörungstheorie abgetan, teilweise fühlte man sich nicht betroffen. Jetzt ist das Bewusstsein gestiegen. Und wir freuen uns natürlich, dass wir auch diese Themen quasi so aus den Randbereichen auf die großen Bühnen bringen konnten. Wir hatten heute Sarah Harrison da von WikiLeaks, die Snowden monatelang begleitet hat auf seiner Reise ins Exil oder auf seiner Flucht quasi. Sie hat darüber gesprochen, welche Bedeutung es hat, wenn Informationen frei zugänglich sind und welche Probleme wir haben, wenn wir Whistleblower wie Edward Snowden nicht schützen als Demokratien. Das war sehr spannend. Wir hatten Jacob Applebaum und Gillian C. Jerk von der EFF auf der Bühne stehen, die auch teilweise gesungen und gerappt haben, wie wir Verschlüsselung sexier machen können. Also
Das hat schon immer eine Rolle gespielt auf der Republika, aber das war dann eher so in den Workshop-Räumen, in den kleineren Räumen. Jetzt auf der großen Bühne funktioniert es auf einmal, weil das mediale Interesse ist da und das Interesse unseres Publikums ist auf einmal da. Spürt ihr denn mehr Interesse von Journalisten an diesem Jahr? Auf jeden Fall. Also allein, dass David Hasselhoff da war, führte zu einem Anstieg an Akkreditierungsanfragen von all den Magazinen, die wir nur vom Friseur kennen, die sich sonst nie für eine Republika interessierten. Aber auch sonst haben wir quantitativ, also wir sind teilweise überrannt worden von Akkreditierungsanfragen. Wir nehmen da auch nur einen ganz kleinen Teil von, weil wir natürlich immer das Problem haben, eigentlich würden wir jeden, der ein Sender ist, bevorzugen. Wir entscheiden da nach Bauchgefühl und Relevanz. Aber das ist halt ein deutliches mehr als in den Jahren zuvor. Und das zeigt sich auch, wir sind nicht mehr der Zoo für Journalisten. Also ich habe gestern gelesen, Stern.de hat quasi ihre ganze Online-Redaktion hier hingeschickt, so teilweise zur Weiterbildung und um mal Innovationen mitzubringen. Also es hat sich schon gewandelt seit der ersten Republika, wo halt Journalisten vor allen Dingen, also bis auf die wenigen Online-Journalisten, da waren, um so Blogger im Zoo zu betrachten und dann bis vor 2-3 Jahren Verrisse war das zu machen. Und jetzt, heute lief mir Kai Dier, Dickmann. Ach so, von Bild hier über den Weg, wo ich auch dachte, so, den hat man mal vor Jahren eingeladen, ist nicht gekommen, jetzt kommt er selbst, so auch okay. Jetzt ein paar von den Leuten, also Jacob Applebaum, Sarah Harrison, Laura Portress, die auch diese ganze aber die wohnen alle in Berlin. Ja. Die wohnen alle in Berlin. Macht das einen Unterschied für die Community in Berlin und für die Konferenz? Also erstmal, dass sie in Berlin wohnen, kann ich verstehen. Ich finde, jeder sollte in Berlin wohnen. Es ist natürlich einfacher, Sarah Harrison einzuladen oder Jacob Applebaum, wenn sie halt nur um die Ecke fahren müssen. Ne? Also insofern sind ja auch nur wenige, die da sind. Aber sagen wir mal, aus diesem Bereich von diesen ganzen Exil-Menschen in ihrem Umfeld sind wahrscheinlich fast alle da. Aber es sind natürlich auch jetzt nicht die großen Menschenmassen, die hier bisher nach Berlin gekommen sind. Was passiert morgen? Ja, das muss ich mal kurz im Programm gucken. Schauen wir nochmal rein. Also ich weiß, dass ich morgen auch ein bisschen auf der Bühne sitze und ein Panel moderiere. So, es ist heute. Das ist so ein heutiges Programm. Es ist einfach viel. Ne? Es ist einfach ein ganzer... Also ich sitze morgen selbst auch auf dem Panel. Genau, fangen wir mit dem an, was wir selber machen. Ja, ich werde mich mit Kai Biermann über Netzpolitik und den aktuellen Stand in Deutschland unterhalten und was einfach, was die aktuellen Debatten sind, was die Bundesregierung macht und was die Zivilgesellschaft mal als nächstes angehen müsste. Genau, ich sehe hier noch im Programm Viktor Mayer-Schöneberger. Ja, der ist parallel, wer sich für Big Data und vor allen Dingen die ethischen Grenzen interessiert. Viktor Mayer-Schöneberger, immer toll anzusehen, guter Erklärbär. Saskia Sassen, Brutality and Complexity in the Global Economy. Ja, Saskia Sassen, renommierte, ältere Soziologin, hat schon Globalisierung erforscht, da hatten die meisten noch kein Internet und sind nicht gereist. Da bin ich mal ein Globus im Zimmer stehen. Ja, genau. Also da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, sie wird nicht einen trockenen Wissenschaftlervortrag halten, sondern vielleicht auch ein bisschen lebendiger reden. Dann macht die Jungs Markus Zündgen vom Videopreis, die machen hier so Binge-Watching irgendwie, ne, oder? Ja, genau. Ab 18 Uhr oder 18.30 Uhr haben wir auf Bühne 2 mehrere Stunden lang irgendwie die ganzen Nominierten des Webvideopreises, also eine Auswahl der besten Webvideos, vor allem aus dem deutschen Bereich des letzten Jahres. Und dann gibt es irgendwie noch zwei Typen, die behaupten, sie wären von Google und würden morgen irgendeine Aktion machen, die hochgeheim ist, von der niemand was wissen darf. Ja, so, dann lassen wir uns mal überraschen. Weißt du mehr als ich? Ja, ich lasse mich aber mal überraschen. So ein von Nest, irgendwie so ein Nest? Genau, die wollen neue Produkte vorstellen. Okay. Das soll um wann passieren? Das ist irgendwann mittags auf Bühne 1. Steht das schon auf dem Programm? Oder weiß ich nicht, 12.30 Uhr, 13 Uhr, irgendwie so um die Mittagszeit rum. Okay, aber es gibt ja Livestream, also für die, die es gucken wollen, aber nicht hier sind. Also Bühne 1 wird die ganze Zeit live gestreamt. Ja. Bühnen 1 bis 6 wird Video aufgezeichnet, zeitnah online gestellt, aber alle 18 Bühnen werden Audio gestreamt auf voicerepublic.com. Und wenn ich das jetzt gerade falsch gesagt habe, auf republika.de findet ihr unter Livestreams alle Links. Gibt es denn noch Tickets? Es gibt noch Tickets. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Preis ist. Die werden sozusagen von Tag zu Tag günstiger. Wenn man halt vorbeikommen will, kann man das machen. Geht das noch irgendwie, ne? Genau. Ansonsten die Livestreams gucken. Markus, vielen Dank. Wir sehen uns oder einen von eurem Team irgendwie morgen wieder.
Danke fürs Zugucken. Das war der Tag 1 der Republika 2014. Mein Name ist Philipp Banse. Ja, keine Ahnung. Guckt die Videos, die wir heute aufgenommen haben. Auf der Republika-Seite stehen einige. Im YouTube-Kanal von DCTP stehen alle und auch bei DCTP stehen alle. Wir sehen uns wieder, wenn ihr, wenn Sie mögen, morgen ab so Pi mal Daumen 9:30. Bis dahin, einen schönen Abend und alles Gute. Tschüss.